Hallo meine Freunde, willkommen zu Raubretter, einer Demo im Demo Survival Madness auf Steam, nenne ich jetzt mal einfach so, heißt nicht so, nein, war jetzt nur so übertrieben, großer, geiler, aufblasender Name. Raubretter ist jetzt so eine Sache, das Spiel. Es schaut für die Videos her so mittelmäßig aus, gebe ich jetzt gleich mal zu. Andererseits ist es ein Survival. Andererseits kann man anscheinend viel machen. Das heißt, wirkt es noch plump von der Grafik und vor allem her, noch die Grafik geht, ein bisschen leer alles, irgendwie so wie so eine Testumgebung. Ist aber jetzt rein meine Meinung. Es kann natürlich sein, dass das andere anders sind. Manche Sachen sind nämlich gut gemacht und manche Sachen sind nämlich, eigentlich finde ich, nicht gut gemacht. Ich habe bitte darauf aufmerksam worden, das Spiel erstens durch das Steam. Und zweitens mal, weil es sogar auf GameStar.de doch hervorkommt, mehr als einmal in so Upcoming Survival, bla bla. Und denkst du ja, vielleicht ist da ja was dran. Aber ja, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, das Raubritt ist nicht so toll. Im Koop bald sicher witzig. Es hat größtenteils positive Bewertungen von 105, ist seit ein paar Tagen heraus. Ja, wir schauen uns die Demo mal an, um euch zu zeigen, zahlt sich so aus oder nicht. Deswegen ist das hier ein Was ist Raubritter Video, die Demo. Prinzipiell, ich starte mal. Viel gelesen dabei. Prinzipiell geht es darum, man war ja, glaube ich, mal der oberste Chef, Sohn von irgendwem, bla bla blub, wurde vom Bruder gestürzt, ist jetzt ein Nix. Kurz vor der Geschichte, ja, wir wollen wieder nach oben und den Bruder stürzen, aber haben Nix. Also müssen wir mal wieder anfangen wie Typen im Wald, Survival. Und tada, da seht ihr schon, was ich meine. Schon alles wie immer die gleichen Bäume. Leer darunter, drei Hügel, passt. Gras, mehr Textur, baut Farmeln. Ja. Ist aber okay. Also sprich mit Hamish. Hallo Hamish. Wer bist? Hi, wer bist du? Wer ich bin, du kleiner Bastard. Ich bin Hamish und habe dein elendes Leben gerettet. Danke, glaube ich, aber warum beraubst du mich nicht einfach? Dich überfallen, du warst da. In deinem Nachthemd, was gibt es da zu rauben? Die Wahrheit ist, dein Vater hat mich vor Jahren gerettet, ich bezahle nur meine Schulden. Was jetzt? Du schuldest mir nichts, du kannst einen einfachen Weg gehen oder ich kann dir zeigen, wie man hier draußen überlebt. Du bist wahrscheinlich daran gewöhnt, dass dir deine Diener alles bringen. Jetzt wirst du alles selbst besorgen müssen. Also was ist? Jana. Zeig mal ja, was ich tun kann. Alle Ressourcen, die du benötigst, sind in der Welt da draußen. Man muss nur wissen, wo man suchen muss. Mach uns ein Lagerfeuer, Junge. Die Nächte können hier draußen kalt und dunkel sein. Sogar im Sommer. Sorgt. Alle grundlegenden Ressourcen, also Ressourcen, das ist Englisch-Deutsch, die Mischung ist manchmal... vor allem steht es drüber, Basic Resources, drunter dann in Deutsch. Alle grundlegenden Ressourcen, die sie benötigen, um gleich festzustellen, ich glaube, die deutsche Übersetzung hier manchmal ist doch fehlerhaft, grammatikalisch wie auch sinnmäßig, aber das sieht man da nicht. Und mit dem Handwerk nicht so, dass man es nicht verstehen könnte, dass man weiß, was man ungefähr tun soll. Um mit dem Handwerk zu beginnen, sind auf der ganzen Welt verteilt, Stöcke liegen am Boden im Wald, Jack, Bäume werden aus, Stämme werden aus Fällen von Bäumen gewonnen, Jack, Steine liegen in der Nähe von Flüssen und Klippen, Jack. Bin gespannt, ob das jetzt ein Spiel ist, wo ich wenn ich ein Stöckchen finde, das auch aufheben kann und einen Stein finde, den auch aufheben kann und nicht einen genau speziellen scheiß Stein brauche wieder. Habe ich mir letztens erst in Survival Use Fontaine of Youth aufgeregt. Davon habe ich mich da schon aufgeregt in Infected und noch ein Spiel, wo ich jetzt gerade nicht weiß, was das war. Materialien, die sie im Boden aufsammeln können, werden hervorgehoben, wenn sie mit der Maus darüber fahren. Nach einigen Pflanzen muss man auf den Boden suchen. Materialien wie Holz, Rinde und Federn werden von Bäumen werden während des Fällens automatisch in das Inventar gelegt. Sehr gut, danke. Gleiches gilt für Kupfer oder Eisen. Die Symbole der Elemente werden der rechten unteren Rand angezeigt.
Okay. So, das heißt, wir brauchen ein Lagerfeuer. Wir haben hier mit Tab ein Baumenü. Das ist einmal sehr rudimentär, wenigstens kurz, man kennt sich halbwegs aus. Dann haben durch nix Inventar, das brauche ich dafür. Fähigkeiten, da tut sie nicht viel, außer der Erfahrung sind Attribute, halt ganz normal. Da ist nicht viel, das Krankheiten sieht man da etc. Tagebuch gibt aktive Quests, funktioniert nicht wirklich. Weil diese aktive abgeschlossen fehlgeschlagen. Also aktiv, ja, da ist nicht viel, aber. Wissen ist auch nichts, drum Bernet Karte, wir sind hier. Map ist umfangreicher. Also Logo. Ha! Jo. So, erstmal Stöckchen. Passt, ist schon mal besser als Infected am Anfang. Oder die Fountain of Jungbrunnen. Andere aussprechen tue ich mir so schwer. So, jetzt haben wir Stöckchen. Was wollen wir jetzt? Brauchen wir für ein Lagerfeuer? 9 Steine. Ja, okay, also die Steine findet man da hinten. Hier sind die. Werde aber gleich dazu sagen, ich werde das Lagerfeuer nicht bauen. Es gibt nämlich da anscheinend einen Trick. Ich nenne es Trick, eigentlich ist ein Bug. Wartet sie alle auf mich? Anscheinend. Muss ich ja schreien für einen Hasen irgendwie, oder? So. Gibt nämlich hier was, ihr könnt dieses vorgefertigte Lagerfeuer hier aufsammeln und dann mit Shift und Mauszeichen die Höhe ändern von dem Ding, weil sonst, ihr seht, sonst geht es nicht, geht auf bestimmte Höhen. Wieder hinsetzen, Quest erledigt. Das heißt, ihr könnt euch das eigentlich sparen, dass ihr es komplett machen könnt ihr euch gleich mal sparen. Behaltet die Resources, ihr braucht sie eh wieder. Sofern der Trick mit Lagerfeuer noch geht. In der Demo funktioniert's. So, komm her. Gut, besorgen wir uns jetzt ein paar Werkzeuge. Eine Steinaxt, Schaufel und Spitzhacke sind ein guter Anfang. Wovon zum Teufel redest du? Lagerfeuerwerkzeuge, ich bin der Herr des Verdammtes. Herr des Verdammtes. Nein, bist du nicht. Dein Bruder hat dir das gestohlen, nachdem du die ersten Aufgaben erledigt hast, sage ich dir, wie du es dir zurückholen kannst und hier eine neue Siedlung gründen wirst. Aber jetzt konzentrieren wir uns darauf, eurer Lordschaft zu so zeigen, wie man in der Wildnis überlebt. Wahrscheinlich hast du recht. Die Werkzeuge. Steinaxt, Schaufel und Spitzhacke sind ein guter Anfang. Nutze dazu das Baumenü mit der Taste I, get Tab auch. Um deine ersten Werkzeuge herzustellen. Nachdem du diese hergestellt hast, fällst du einige Bäume und baust einen Sägebock für die Bretter und eine Werkbank, um uns völlig neue Gegenstände herzustellen. Die Werkbank wird Ihnen viel mehr Möglichkeiten bieten. Wenn Ihr Handwerk besser werden soll, gibt es drei Arten, Fortschritte zu machen. Erste Möglichkeit: Sprechen Sie mit einem Meister oder lesen Sie ein Buch. Buch lesen. Ich hoffe, Sie können als zukünftiger Meister der Stadt lesen, wenn Sie es vernachlässigt haben. Nun, die Mönche in Babinieck können es Ihnen beibringen. Zweite Option: Arbeite einfach hart und mit der Zeit wirst du lernen. Oh, das hört sich gut an. Dritte Option: Erobern Sie sich einfach einen Zimmermann. Aber um die Wahrheit zu sagen, diese Option ist keine. Du siehst elend aus, die Wachen würden mit dir den Boden aufwischen. On my way. Um Bretter zu erstellen, benötigst du einen Sägebock. Dort können sie Stämme einschneiden. Okay, dann machen wir das jetzt so. Wir nieden. Brauche eine Werkbank. Aber ich brauche einen Sägebock. Das ist alles zu gering. Wir haben mal eine Axt, gut. Picke brauche ich noch nicht. Aber ihr seht jetzt ungefähr, was ich meine. Das Ganze wirkt irgendwie plump. Aber so plump, dass man es nicht spielen will, dann auch. Das ist so eine Sache.
Deswegen zeige ich euch das Spiel jetzt mal und dann könnt ihr ja selbst entscheiden, was ihr damit macht, mit der Info oder was nicht. So. Das wollte ich aufhören und sagen, da hat's was. Yeah, ich bin überlastet. Yay! So, dann werden wir sich das mal herstellen und brauchen wir gerne mal ein bisschen weniger von dir. Aber wir haben viel zu viel, also. Darüber brauchen wir jetzt gar nicht nachdenken, glaube ich. Wir haben wirklich viel zu viel. So, ich brauche mindestens 10 Bretter. Fortschrittsbalken, wo bist du? Gibt's nichts, gut. Muss man wahrscheinlich so machen. Werkbank herstellen. So, Bank, fertig! Ich sehe mal gleich dann die Ecke hier, wir bleiben hier nicht ewig. So. Sprich mit Hamish. So, der kann alles Mögliche da herstellen. So, schau mal. So, mein Freund! Zeit für etwas zu essen. Verwenden wir diese Schönheit, die Werkbank, um sich den Bogen zu bauen. Sieh mich nicht so an, jeder Bauer kann einen Bogen herstellen. Und du bist kein Edelmann mehr, du bist jetzt ein Raubritter. Kein Land, kein Titel, nur deine Waffenkünste, hoffe ich. Fasern für die Schnur bekommt man im ganzen Wald aus Farnen und in der Nähe von Seen aus Schilf. Denken Sie nur an Holzpfeile und den einfachen Bogen. Es kann eine Weile dauern, ein Reh zu erlegen, ganz zu schweigen von einem Hirsch. Das meine ich, das ist nicht gut Deutsch, aber ist auch gut. Und Hasen tötet haben wir zwar schon. Jetzt trotzdem müssen wir einen Bogen bauen. Und wisst ihr warum? Einfach weil wir es kennen. So. So, das schaut gut aus. Ich muss jetzt einen Hasen töten. Es ist ja so irrsinnig deppert, weil man es hat so irgendwie so Sniper-mäßig was. Bullet Drop oder Flugtime, Bullet Time. Das ist eigentlich wurscht, wer weg. Man kann da, man hört es auf dem Geräusch. Also, der haut schon rein, der Pfeil. Ja. Werde ich übrigens nicht machen. Ich habe vorher den Franz, den Händler, der ums Eck kommt, habe ich vorher im vorigen Part, im Anspielen. Habe ich dir mal auf die Birnen gegeben? Der war nicht happy. Hast du jetzt alles Sticks?
Na geh. Schneller, schneller greifen. Gut, ich habe Fleisch gekocht. Schau mal, was er noch will. Guten Tag. Hier ist das gekochte Fleisch. Und? Hier ist das gekochte Fleisch, Hamish. Du bist ein guter Koch, Bursche. Ja, es fühlt sich gut an, wenn man nicht alles selbst machen muss. Wenn du durstig bist, kannst ein N, 2 TS, 2 S, du einfach aus den Flüssen oder Seen trinken. Was kann ich dir noch beibringen? Ton kann man mit der Schaufel an schlammigen Stellen holen. Sie bilden eine Art Hügel. Du wirst sie erkennen an ihrer Form. Zeit für eine Raubstunde. Was? Wenn sie ihr Land zurückhaben wollen, müssen sie einige Kaufleute oder sogar Ritter ausrauben. Auf keinen Fall werden sie mit ehrlicher Arbeit oder gar als Söldner das Geld verdienen, was sie brauchen. Worüber redest du? Siehst du, es gibt drei Möglichkeiten. Zunächst kannst du in unzähligen Schlachten für Kaiserkönige und Fürsten dein Leben riskieren. Zweitens kannst du dir in einer Mine den Arsch aufreißen und fröhlich Rüben sammeln. Oder du kannst tun, was jeder junge Mann ohne Land tut und anfangen, Leute auszurauben. Leute ausrauben? Scheiße, wenn die so heilig sind, können sie einfach die Steuereintreiber, diese Bastarde, Tempelritter oder die Kirche ausrauben. Aber wen interessiert ein paar Kaufleute oder Dorfbewohner? Das klingt nicht richtig. Fressen oder gefressen werden, um ihr Land zurückzuerobern oder sich eine neue Burg zu kaufen, brauchen sie mindestens 60.000 Groschen. Wenn du zum Beispiel Schmied werden würdest, müsstest du dafür 1.000 Schwerter herstellen. Das sind mindestens 2 Jahre harter Arbeit, wenn du ein guter Schmied bist und alle Ressourcen hättest. Ganz zu schweigen davon, dass sie selbst ausgeraubt werden könnten. Außerdem haben sie nichts zu essen, zu trinken und schlafen unter freiem Himmel. Arbeiten, rauben, aber ich bin der rechtmäßige Herrscher und ich lebe. Wen interessiert das? Dein Bruder hat dich für tot erklärt. Er zahlt Steuern an Wenzel II, den Zweiten. Niemand interessiert das. Sie müssen den Papst und den polnischen Prinzen Władysław von den Kleinen und oder den deutschen Heiligen Kaiser Albrecht I. mit viel Geld unterstützen, damit sie überhaupt anfangen, sich mit ihrem Land zu befassen. Viel Info, viel Gequake, vieles, was ich gerade denke. Nicht viel, ich will spielen. Ich will Spaß. Du könntest hier auch einfach eine neue Siedlung errichten und dann deinen Bruder mit der Armee überfallen. Ich sag dir was, geh zu Franz. Er betreibt einen Handelsposten gleich hinter dem Hügel. Kaufen Sie uns etwas heilendes Gebräu, hier ein paar Münzen. Und während Sie spazieren gehen, überlegen Sie, welchen Weg Sie einschlagen. Wenn du zurückkommst, helfe ich dir auf die eine oder andere Weise. So, jetzt. Ich bin schon wieder müde, ich lese schon wieder Scheiße. Franz ist in die Richtung. So, hallo Franz, bleib da! Franz? Was ist das hier für ein Ort? Dieses kleine Lager hat keinen Namen, deshalb nenne ich das Gebiet das Teufels-Franz-Tal. Das Teufel-Franz, ja, was? Ah, keine Sorge, ich versuche nur die Raubritter zu verscheuchen und welche bessere Abschrecken gibt es als einen Namen, der im ganzen Land von Dorfbewohnern und anderen Landstreichern wiederholt wird. So. Nach der kurzen Unterbrechung, oder einen ganzen Tag später. So, wir sollten mit dem Franz reden. Was ist das hier für ein Ort? Das hat er gesagt, er hat das Franz Teufels irgendwas dorft. Kannst du mir etwas beibringen? Manchmal habe ich leider keine Zeit, frage aber Harter etwas weiter nördlich von diesem Handelsweg. An der Handelsweg, okay. Tschüss! Na! Ah, scheiße, jetzt habe ich geklickt. Ich wollte ihn aber nicht hauen. Fuck! Da kann ich dann nochmal auslocken, stimmt. Es ist so deppert, weil er mit dem Klick immer gleich hinschlagt. Ah, Mistkacke. Na gut, ich habe hier ein Handy schon Save Point gemacht. So eine Scheiße. Vor allem, weil die beim ersten Schlag ja aggro rennen. So, zeig mir deine Ware. Du kannst nämlich die Quest nicht fertig machen, wenn du nicht 2 von dir kaufst. So.
Antiseptischer Trank gegen Erkrankungen. Oh. Pfeil, 2 Silbermünzen, ein Ei. Na ja, gut. Gehen wir mal zu unserem Typen zurück. Din, 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 din. 39 ist mein Inventar voll. Dann schwind mal. Egal, ich bin überlastet. Scheiße mit Erdbeeren. Erdbeeren. So lobe ich mir das. Entwickler, dafür kriegt es mal einen Thumbs up. Auf jeden Fall. Weil ihr habt Stöckchen am Boden. Wenn ich sie sehe, kann ich es auch aufleben. Jeder, der was mehrere Videos von mir gesehen hat, vom Beginn von solchen Spielen, weiß, was ich meine. So. Also, Meister Raubritter, wie möchten Sie folgen? Ich bin mir sicher, niemand wird Sie wegen eines einfachen Kaufmanns jagen. Je länger mein verräterischer Bruder unser Land besitzt, desto stärker wird er. Keine Zeit zu verschwenden. Zeig mir, wie man Leute ausraubt. Ich habe noch nie in meinem Leben etwas geraubt. Bring mich nicht zum Lachen. Sie lebten jahrelang von der Arbeit der Bauern. Es ist dasselbe, als würde man nur von allen Steuern erheben und man muss sich nicht von einem... von was? Und man muss sich nicht von keinem König trennen. Das ist die deutsche Übersetzung, wie gesagt. Wenn Sie in den Handelsposten gehen, haben Sie den Handelsweg überquert. Der Handelsweg ist die beste Einnahmequelle für Raubritter. Aber es gibt einige Regeln. Erstens, nie in der Nähe von Dörfern rauben, denn wenn etwas schief geht, sind die Wachen schnell zur Stelle und helfen. Zweitens, beginnen Sie immer die Leute niederzuschlagen, bevor Sie sie angreifen. Was? Das meine ich, wenn sie dir nach einem netten Gespräch Geld geben, wird dich niemand dafür belästigen. Also du sollst erst mit denen reden, nicht dann angreifen. Drittens, wenn du dich dafür entscheidest zu kämpfen, lasse niemanden am Leben. Wenn sie in das Dorf zurückkehren, werden sie den Wachen erzählen, was passiert ist. Sie werden anfangen, nach dir zu suchen. Du kannst auch nicht mehr mit ihnen handeln oder Quests für sie machen. Ist das alles? Für den Anfang reicht es. Ich habe einen Punkt auf der Karte markiert, weit genug von jedem Dorf entfernt, wo man üben kann. Denken Sie daran, versuchen Sie zuerst, dass Sie dazu zu überreden, Ihnen Geld zu geben. Wir riskieren nicht verletzt zu werden, wenn wir dasselbe erreichen können, indem wir reden. Wenn Sie es nicht tun, töten Sie einfach und nehmen wir alles selbst. Sicher, ich werde mein Bestes geben. Nehmen Sie diese Keulen und dann stellen Sie sicher, dass sie sich zu Beginn auf einen einsamen Händler konzentrieren. Wenn sie einen geschützten Konvoi angreifen, auch nur den Konvoi. Wenn sie einem gut geschützten Konvoi auch nur den Mund öffnen, werden sie erschlagen. Wir wissen ja, worum es geht. Combat. Mit der linken Maustaste angreifen. Verwenden Sie zum Blockieren die Blocken die rechte. Das Mausrad runter ist ein Stoß, das Mausrad hoch ist ein Überkopfangriff. Angreifen und blockieren verbraucht ihre Ausdauer. Wenn sie keine mehr haben, können sie die Aktion nicht mehr ausführen. Und sie werden sehr verwundbar sein. Die Ausdauer wird mit der Zeit wieder aufgefüllt. Wir arbeiten an einem Kampfsystem, das den Schaden zählt, wenn deine Waffe den Feind berührt. Es soll sehr genau sein, aber auf dieser Stufe könnte es fehlerhaft sein. Wenn sie also auf Schwierigkeiten stoßen, teilen sie es uns mit. Ah ja, ich bin ja noch überladen. Ich habe 2 Federn, das ist aber nicht viel. Scheiße mit den Erdbeeren. Ich habe ein paar Pfeile. Verstärkte Keule. Ne, die brauche ich eigentlich nicht. So, ich bin 53 schwer. 50,6, 48. Ha! I'm alive! I will survive!
So, eins noch. Voll Puffer haben. Puffer. Let's rock this place. Drohnen brauche ich dann auch mit. Jetzt müssen wir mal dahin. Habe ich schon Waffen? Scheiße Waffen? I got a bow. Need a bow. Need a Keule. Wenn man das nicht mitten ins Bild halten würde, ja? Das ist ja wirklich deppert. Also. Oh, hallo! Ich möchte Sie freundlicherweise darüber informieren, dass Sie ausgeraubt wurden. Verpiss dich einfach, Bettler. Was sagt der da hinten? Ich wollte auch mit dir reden. Ja, das hat jetzt leider nicht so gut funktioniert. Aber. Get a sword. Schwert kriegt schon mal was. Okay. So, den zum Ausrauben. Nimm alles. Ja, ist selber schuld. Ich habe ihm gesagt, dass ich ihn ausrauben werde. Der wollte nicht zuhören. Doch gemein. Nein, die Bretter will ich nicht hergeben. Habe ich noch? Oh, 12 Steine gemahne gleich, ja. Das liegt da runter. Cool. Nutzung 5 Nahrung. Ich meine, ja, es wirkt komisch, das Spiel irgendwie, aber es ist schon, da kann, es, das kann schon was werden. Ist ja nicht. Oder? Kriege ich jetzt meine Schaufel her. Zack, ich mache mir auch eine. Ich sehe, es wirkt leer irgendwie, es ist so eine Testumgebung. Keine Zeit für dich. Need a shovel. Eine Schaufel. Schaufel. Ah, jetzt habe ich Zeit für dich. Komm her. Komm, Fuß. Fuß. Komm. Ich hab's geschafft. Ich habe meinen Kaufmann ausgeraubt. Und? Hast du es mit Reden geschafft? Nö. Ich wusste es. Mach dir keine Sorgen. Es wird kommen. Sie lassen sich von besserer Ausrüstung und einer bestimmten Art zu sprechen einschüchtern. Du wirst es mit der Zeit lernen. Nun, das ist alles, was ich dir beibringen kann. Den Rest musst du selbst entdecken. Sprich mit Leuten, gerade in Schwierigkeiten, baue dein Lager oder Dorf. Entdecken sie diese wunderschöne Welt, nehmen sie die Straße und gehen nach Norden. Gott sei mit dir, Junge. Oh, Junge, greife keine Ritter oder Stadtwächter an, sie werden dich vernichten. Trainiere zuerst, baue deine Kraft auf, hole dir verbesserte Ausrüstung. Denken sie daran, sie wären fast gestorben. So, ja. Ciao, servus. So, das muss ich jetzt, glaube ich, jetzt ehrlich gesagt, ist jetzt auch schon ziemlich dann der Schluss wieder. Der Schluss von dem Tutorial. Und ich habe jetzt hier irgendwie keine Quests mehr. Bin überladen. Oh, ich brauche den Dreck für was nachher. Es gescheitert, man haut die Baumstämme weg.
Diese Hügel findet man nämlich auch nicht überall. Ich bin mir nämlich nicht sicher, wie viel man von dir jetzt findet dann. Ich habe 70 Münzen. Das ist die Frage jetzt, was ich verkaufen könnte. Ich bin viel zu überladen. Das ist nämlich wirklich schwer. Leck mich am Arsch. Alle Baumstämme wegschmeißen. Was egal ist, weil ja Bäume genug da sind, aber. Da wo? No. Wir sind da in die andere Richtung hin. Ich höre mich an wie ein Pferd. Okay. Er redet mit mir. Ich habe den letzten Mal unabsichtlich umgebracht. Kam vor. So, wir kaufen mal das. Heiltränke, Trank gegen Blutungen, ist mir wurscht. Der wäre nicht schlecht. Aber jetzt auch wurscht. So, wieso kann ich mich mit dem nicht unterhalten? Die Blumen brauche ich, die helfen. Gegen Vergiftung. Und warum? Ist das weit genug weg, um zu töten? Nein! Fuck! Das ist wirklich weit genug weg. Das ist zu weit. Also ein schöner Weg nach Norden. Jetzt höre ich mich wenigstens nicht mehr so pferdig an. Ja, der redet eh wieder nichts mit mir. Direkt. Oh, ich bin müde. Gut, ich kann nicht mal einen Schlag machen, wahrscheinlich. Da ist sie auch so weg. Warte kurz, gleich stirbst, warte. Wieso passiert da nichts? Geh, leg mich doch am Arsch, du Trottel. Die Ausdauer war voll mit einem Mausrädchen radeln auf null und praktisch auf der Hälfte und er hat nicht hingeschlagen. Ja, sie arbeiten ja noch im Kampfsystem, ne? Das ist mein letztes Safe Game jetzt gewesen. Scheiße.
mehr stehend. Gut, das hat sich erledigt. Gut, dann werden wir jetzt das alles weghauen. Hey, der Ton ist wieder gespawnt, den ich nachher zu Tonnen brauche, aber jetzt nicht mitnehmen kann. Zu wenig. Verbannt habe ich auch. Ja, passt. Gen Norden. Erneut. Einzige brauchbare Waffe anscheinend ist der Bogen. Ui. Ach Gott, dieses Sprungverhalten. Ah. Das ist dem Warner Beat 'em Up, also Brawler Multiversus of Madness. Da ist das Sprungverhalten auch ein bisschen eigenartig der Charaktere. Die rennen urschnell nach vorne, beim Sprung ziehen sie ziemlich steil nach oben. Das ist wohl untypisch, weil man eigentlich so schräg, so 45 Grad, 30, 45 Grad nach oben wegzieht, wenn man es macht, aber ist okay. Warum nicht? Das sind mal ganz Blumen weg. Ich sammle die Blumen nur ein, weil ich das vorher letztens schon gehabt habe, dass ich eine Blutung gekriegt habe und dann eine Infektion. Und die Infektion kriege ich nur damit weg. Also muss man die ganze Zeit gegenheilen und das ist kacke. Ich wollte gerade sagen, da war doch fast so ein Typ, wo ist er? Ah, da, hallo! Bam! Wie das Schwert in seiner Hand gespawnt ist. Also, wenn man jetzt einmal anders sagt, dass es da nicht wesentlich leichter geht mit dem Bogen, dann, ja. Sieht man da? Da? Soll der Stadt drüber gehen? Der Weg führt auch nur zur Stadt. Dann werden vielleicht zwei Parts werden. Ich denke nämlich nicht, dass man die komplette Map hier auf A durchschauen kann. Das wird sich nicht ausgehen. Steht ja. Es wird auch nicht viel da sein, ich sag's gleich vorweg. Ich war in der Stadt schon, es wird nicht viel kommen. Das ist der Schmied. Hallo Schmied, wie war dein Tag? Er verkauft mal Sachen, da kann ich zum Beispiel. Das kann ich zum Beispiel verkaufen. Wahrscheinlich kann ich nur Sachen aus dem Inventar verkaufen. Nicht aus meiner Leiste. Oh, zu früh gefreut. So, warte, man kauft mal ein Eisenbeil. Der Steiner will er nicht. Ist irgendwann Ausdorfer braucht Bohittennagel. Verscherbelt mal. Hasenfell kannst du da haben. Alle. Mausraum, Blumis, Holzbretter, Verbände, Ton, Scheiße. Ah, das ist da. So, Spitzhacke. Schaufel lassen wir da. Und für die Metallschaufelreise reicht es nicht mehr, aber. Who cares, my friend? Verkauft er dein eigenes Drum wieder, zwei Achsel auch. Ja, was kann der noch? Komm her mal. Wir hätten sie etwas zu verkaufen, okay. Brauchst du einen Gesellen? Geselle, ich könnte jemanden gebrauchen, der Kohle bringt oder jemanden, der mir einen Pint bringt. Im Gegenzug gebe ich dir einen anständigen Lohn und bringe dir vielleicht etwas bei. Aber wenn ich irgendwelche Ausreden höre oder du zu spät zur Arbeit kommst, werfe ich dein Gesicht in den Dreck. Okay, bin dabei, kann ich bitte schlafen.
Im Haus ist ein Schlafplatz. Manchmal schläft mein Schwein darin, aber wenn du es verjagst, gehört es dir. Hier sind 5 Groschen. Bring mir ein Bier aus der Taverne. Auf meinem Weg. Quests sind in Arbeit, keine Sorge, alles ist in Ordnung. Das heißt, wir haben die Quest hier noch nicht. Werner wäre hier. Lustig ist, ich kann ja auch nichts machen damit. Ruhe. Oh. Nimm alles. Lasse nichts. Ein Bett. Das Essen. So. Was gibt's denn da noch da oben? Hast du dich auf dem Feld fühlt? Später werden sie jammern, dass sie kein Geld für den Tribut haben. Geschweige denn für den Zehnten. Verdammte Bauern, verschwinde von hier, bevor ich dich auspeitschen lasse. Ich bin kein Bauer. Du elende kleine Hure. Was? Was? Geht's noch unfreundlicher? Ja, war Hauptsache, ihr lasst mich überall drin rumrennen. Ah gut, ich bin ja auch eine kleine Hure, hat er gesagt. Fuck that. Komm nicht mehr runter. Dann noch hin. Die Hütte ist ja schön, die Einrichtung fehlt. Oh, ein Trainingsding. Warum geht das jetzt, dass der nur 5 verbraucht, wenn ich so hinschlage? Vorher hat der, weiß nicht, wie viel verbraucht. Ich schläge ja noch. Willst du schon sehen? Ich glaube fast, meine Akku wird leer vom Headset. Moment, das ist glaube ich die ganze Nacht gelegen und ich habe vergessen, es abzuschalten. Moment. Theoretisch geht es ja mit Anstecken auch. Ja, geben jetzt da viel. Man kann nur mit nichts was machen. Und es könnte auch Sachkisten, die ich öffnen kann, könnten auch highlighten, netterweise. Oh. Da kann ich was kochen, das hilft mir nichts. Ich habe nichts zum Kochen. Das ist aber cool, dass keiner interessiert, dass ich darüber. Das ist keinen interessiert, dass ich dann alle Häuser einfach reinrenne. Wer bist du? Zeig mir deine Waren. Ah, wieder so ein Trankhändler. Eisenbahn, kriegst du so leicht? Bin ich wieder viel zu schwer dann. Was ist mit dir? Kaufen, Bier kaufen wir auch. Es schaut aus wie Pizza. Das ist auch. Es schaut alles aus wie Pizza. Cool. Oh, Bruder Tuck. Nee, Vater Stowe. Was führt sie in unsere Kirche? Segne mich, Vater. Gott treibt bereitwillig seine Barmherzigkeit, aber sein Tempel braucht Geld, um den schwächsten Schafen zu helfen. Teile dein Vermögen, elende 20 Pfennige, und ich werde dich segnen, mein Sohn. Du Blutegel, wie wäre es, wenn du deine kleine Freundin besuchen und ihnen eine Fackel vorstellen? Was? Du Blutegel, wie wäre es, wenn sie ihre kleinen Freunde besuchen und ihnen meine Fackel vorstellen? Was? Leider habe ich das Geld und ich fertig komme später. Bitte, ist mein Opfer, du Blutegel. Null, du gemeiner Bastard, ich segne sie in dem Namen des Herrn Jesus Christus. Lass sie ihnen die Kraft und Weisheit geben, die ihnen zu fehlen scheinen. Danke, geht doch.
alles mit. Letztens war ich hier, wie es Nacht war. Da siehst du nichts. Gar nichts. Also überhaupt nichts. Da brauchst du gar nicht hergehen, aber ohne Fackel. Und Fackel kannst du nicht machen, weil du wieder Stoff zuerst brauchst. Und Stoff ist wieder rar. Du kriegst da einen Totenkopf mit Bier. Was das denn? Hey, ich hab Bier für dich, komm her. Seit er weg ist, soll ich keins mehr. Ich verkauf's da, so. Bier nimmt aber gern anscheinend, Honig auch. Bringt das. Oh, hier mal's auf. Wir sind nicht mehr überlastet. Passt, gut. Raus ist der Scheißstadt da. Ach, kann man den Maus nicht. Da ist was oben, da ist ein See. Ich weiß nicht wo. Wo könnte man da. Ein See hat den Vorteil fürs Trinken. Gehen wir mal daher. Da bauen wir unser kleines Dörflein hin und dann ist eigentlich eh schon Part 1 Ende. Also Part 1, Demo Part 1. Ah. Gestern dachte ich mir noch, cool, kriegst kein Damage. Doch, er macht nur kein Feedback. Audio oder visuell. Ich hasse, dass er sich die Karte da oben mitdraht. Hier übrigens Wölfe. Die fressen mich dann meistens. So, wir werden daher gehen. Hase. Wie ist denn das da? Ah, wir werden hierher gehen. Da können wir das. Was kann ich denn jetzt bauen? 30 Stock ein Holzstamm, kann ich das? Ah. My fail! Bei 40 Ton. Das ist mein Problem. So schlupft dazu. Was? Wäre aber mal interessant bei den Fähigkeiten hier, was ist denn das? Krankheit. Kann ich die mit der Blume heilen? Nö, die ist dafür Vergiftung gut. Stellen wir das her. Stellen wir ein Lagerfeuer her. Das her, geht nicht. Werkbank her, geht auch nicht. Brauchen wir Baumi, ziemlich sicher. Baumstämme kriechen für einen so einen Teil. Hier. Ja, ich weiß, ich bin. So. 6. Es ist nämlich zum Platzieren gar nicht mal so leicht. Das tut nämlich immer so rot sein, tun. Und man kann mit Steuerung, mit Shift-Maus-Rädchen rauf, runter in der Höhe. Muss die richtige Höhe finden. So, passt, das ist schon gut. So, da wohnen wir. Congrats! Welcome home! Da ein Lagerfeuer her. Rauf, runter, so. So, passt. Habe ich eigentlich noch rohes Fleisch mit? Nein, ich habe gekochtes Fleisch. Ruhe nimmer, das wird verdorben. Achso, nein, falsches Spiel. Das ist im anderen Spiel verdorben.
Gut, dann haben wir Lagerfeuer. Dann werden wir hier herum, machen wir unseren Sägeding. Bauplan her, ich weiß nicht, was der Bauplan bringt, sag ich ehrlich, keine Ahnung. Brunnen geht noch nicht, Fackel geht auch nicht, weil wir keinen Stoff haben. Muhaha. Meiler. Geht sogar. Wow, Meiler geht. Ich sag, das Bauen ist jetzt nur am Schluss so hier schnell mal dran. Nur 10 Bretter. Geht nämlich die Werkbank. Meiler. Was macht der? Kohleproduzierer ist das, oder? Das ist ja so geil, wenn man es nicht platzieren kann. Genau das ist das, was ich gemeint habe mit dem. Das ist alles zum Platzieren. I believe I can fly. Toll. Warum kann ich den Meiler dann nichts her machen? Ha! Ja, dann musst du daher. Und er produziert das Kohle. Werkbank. Wie geht wieder daher? Am Verkehr da noch. P. Es ist gut, dass P aufsammeln ist. Das ist so eine ungute Taste, so weit weg. Aber da drückt man wenigstens nicht die ganze Zeit unabsichtlich drauf. So, dann brauchen wir das. Nicht? So, was macht das Ding jetzt? Ah! Foundation! Das macht Sinn. Da ist halt dann die Frage, ob man das andere überhaupt so viel produzieren werden. Fasern sind ein Zahl, das ist nicht viel. Aber man kann das Schilf nehmen. Fasern zu machen, so. So, mach mal. Na, was tue ich? Sollst du ein Seil machen? Scheiße, das ist so schnell jetzt verarbeitet. Fuck that! So. Trockengestell ist mir jetzt eigentlich nur wurscht. Ein Amboss. Fehlen mir die Steine. Das. Oh, der will schlafen gehen. Sieben, acht, neun,
10, 11. Ja, ich kann schon wieder zurückgehen. Oh. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Alter, ich bin bumm voll. Gern eine Fackel. So, gehen wir schlafen. Es kann hier ja auch Nacht werden, das Haus ist leer da hinten nebenbei. Es kann auch Nacht werden. Ich bin da gerade völlig baff, dass mit dem Ding da eigentlich einen kompletten. Dass man da ein komplettes. Dass man jetzt wirklich auch ganze Häuser bauen kann. Ich wusste, dass das geht, aber dass ich das jetzt schon kann, wusste ich nicht. Was mache ich denn da? Kohle, um das Ding zu aktivieren? Too heavy. So, was kann das? Nix, ne? Das ist alles nix. Schön hell in der Höhle. Oh. Oh, das Kupfer hat grün sparen. Da habe ich einen guten Platz. So, und was mache ich jetzt mit dem Zeug? Kann in einem Schmelzofen geschmolzen werden, da werde ich aber nicht weit kommen als mit meinem Ding. Macht aber gerade mehr Spaß als am Anfang. Vor allem, wenn es Koop gibt, ist das sicher lustig. Wenn man Holzstamm da reinhauen kann, ne, dann. Na ja, noch ein paar Bäume. Und dann ein bisschen. Dann nochmal schlafen gehen, dass es wieder hell wird. Cool, die Richtung ist heller.
Das ist aber lauernd. So. Nun gut, meine Freunde, das war's. Erste Stunde vorbei. Wir werden uns da ein bisschen damit noch beschäftigen. Ich hätte immer gedacht, das ist noch einmal jetzt aus. Das ist doch keine Beschreibung, da wird er wieder nicht viel gehen. Doch, doch. Trottel. Aber ich habe so das Gefühl, wie wenn das doch irgendwie lustig werden könnte. Stoff hatten wir schon, so ein Bauernhemd auch. Neun Seile, boah, da habe ich doch gleich ein paar mehr. Aha, Schurke! Rüstung haben wir gekriegt, na bitte! Dann werden wir sicher gleich mal noch zwei, vier. Den brauchen wir dann. Zwei, vier, ja. Vier Stoff, wie viel haben wir denn? Haben wir noch Stoff? Ja, geht's aus. Hose. Hut. Meins. Jetzt ist schon so. So, ich überlebe alleine im Wald-Simulation. Muss ich aber sagen, gefällt mir jetzt gerade sogar ein bisschen. Warum sind die Richtungen immer finster? Das weiß ich jetzt nicht. Da ist viel finster. Da vorne ist viel heller. Da. Oh, so. Ist cool, dass es ab und zu aufleuchtet, das Branding, und dann wieder nicht. Ja gut! Leute, das war's, wir sehen uns im nächsten Part. Jetzt habt ihr mal ungefähr eine Ahnung von Raubritter, von dem von der Demo derzeit zur Verfügung auf Steam. Schaut es euch an. Da kommt ein zweiter Part, wo wir das große Gebäude dann bauen und noch ein bisschen mehr craften, weil irgendwas fehlt mir da. Ja, ich brauche einen Schmelzofen. Ich muss ja irgendwas. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich da was schmelzen kann. Wo ich Metalle schmelzen können könnte, sollte, irgendwie. Ich muss ja irgendwie gehen. Ein Steinmetz kann es vielleicht, weiß ich nicht. Geht nicht. Geht auch nicht. Schauen wir uns noch an. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Aber dann können wir nicht vergessen. Bis dann und ciao.